Try hard enough and you will get to where you want to be. Yep, die Tür hier geht nur auf, wenn wir uns in diesen Laser stellen. Und jetzt können wir mit der rechten Maustaste diesen Würfel aufsaugen, den Würfel auch wieder an eine andere Stelle positionieren. Yep. Können wir hier dann auch wieder wegnehmen, dann ist die Tür zu. So, hier machen wir das Ganze andersrum. Wir tun den Würfel dorthin und gehen durch die Tür. Some doors will close unless we hold them open. Ja, wir können leider den Würfel von dort nicht holen. Und wenn wir den hier nehmen, dann geht die Tür zu. Können wir hier hin tun. Aber dann können wir den Würfel hier nehmen. So, und dann können wir hier hin. Können die Tür blockieren. Können uns den Würfel schnappen. Dann gehen wir hier hin und schnappen uns diesen Würfel. Das ist übrigens ein bisschen, muss ich kritischerweise sagen, an dem Spiel etwas, was mich ein bisschen... naja, also es ist schon... Ist schon interessant, dass wir hier in dem Spiel so diese Täuschung haben. Also diese Sinnestäuschung. Na, willst du wohl? So. Aber das, was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass es sehr viele von diesen Würfelrätseln gibt. Also, dass wir mit diesen Würfeln sehr viel machen müssen. It's harder to progress if you're leaving things behind. Und damit hat er mich gerade an das erinnert, was ich gerade eben... gemacht habe. Ich habe nämlich... Ups, das war ein Fehler. Ich habe nämlich die Würfel mitgenommen. Ja, jetzt brauche ich 3 Würfel. Den raus. Den raus. Das war jetzt nicht so klug. Ach ja. Ich bin ja auch doof. Da einen rein und da einen rein. Nein. So. 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 Ja. Jetzt den mitnehmen und den mitnehmen. There are multiple ways to approach a situation. Jupp. So, da sind wir wieder. Ich habe das Programm kurz mal, dem Programm kurz mal gesagt, dass es die Klappe halten soll. Sopp. Jetzt bin ich auch wieder auf dem richtigen Rechner. Genau, es gibt mehrere Möglichkeiten. Und zwar... Oh, some outcomes are more favorable than others. Jupp. Wenn wir hier durchgehen, verlieren wir übrigens alle Klötze, die wir bei uns haben. Denn, ja, hier kommen wir definitiv nicht weiter. Denn, wie diese roten Klötze andeuten... Also die roten Klötze... Ja, wir wissen noch nicht genau, was wir mit roten Klötzen anfangen können. Dementsprechend bringt es uns nichts, da überhaupt hinzukommen. Aber wir können hier durch. Damit können wir die Tür aufmachen. Und damit machen wir die Tür wieder zu. Jetzt haben wir leider nur noch 2 Klötze. Hierfür bräuchten wir 4. Aber es gibt hier etwas Lustiges. Einfach... Das ist ein Trampolin. Einfach mit Hilfe der Klötzchen das Trampolin immer weiter nach unten befördern. Hep. Was steht hier? The consequences of one choice can cut us off from making others. Ja, das Lustige ist nämlich, wir brauchen hier 2 Klötze. Und wenn wir den Klotz da wegnehmen, kommen wir da nicht wieder rauf. So. Ja, schön. Jetzt hätten wir hier quasi den Klotz, den wir woanders verwenden könnten. Aber nun kommen wir nicht wieder zurück. Also drücken wir Escape und sind wieder in dieser Eingangshalle. Ja. Und, ja. Ich wollte euch mal was zeigen. Hier mal kurz springen. Dann können wir hier landen. Nicht hier, sondern, wo ist das Auge nochmal gewesen? Das Auge war, glaube ich, hier. Jetzt können wir das Auge einfach anstarren in einem Starr-Contest. Und irgendwann schließt es sich. Und wenn Augen sich schließen, verschwinden die Wände dahinter. The solution to a problem may just require a more thorough look at it. Genau, etwas mehr. Wenn wir hier rennen, verschwindet die Brücke. Also dürfen wir uns nicht wirklich schnell bewegen.
Aber wir sterben auch nicht, wenn wir nach unten fallen, wenn wir uns zu schnell bewegen sollten. So. Ganz kleine Trippelschritte. Lala. So, jetzt kann ich rennen. Moving through a problem slower may help find the solution. Das Auge ist übrigens wieder erschienen. Und wenn wir es anstarren, wird es wieder verschwinden. Ja, yep, es blinzelt und es ist weg. So, ab. Wir können hier Klötzchen entfernen, aber das bringt uns nicht wirklich viel, denn die erscheinen immer wieder. Das heißt, da kommen wir erstmal nicht weiter. Andersrum. Den wegmachen, den hinmachen. Tür geht auf. Und die zweite Laserschranke ist nicht da. Hier kommen wir auch nicht weiter momentan. So, the right answers may also be the most obvious ones. Ja, und jetzt kann man schön sehen, wenn ich hier reingehe, sind alle meine Würfel weg. Ups. So. Ach so, ich dachte schon, da wäre irgendwas. Ja. Hier brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Würfel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exakt 8. Für die Seite bräuchten wir deutlich mehr als 8. Die haben wir nicht. Das heißt, wir können hier die 8 Würfel einfügen. Einfügen, sagte ich. So. Ja. Oder auch nicht. Na gut, gehen wir einfach mal weiter. Sometimes we only have just enough to get by. Ja, das Lustige ist, uns fehlen hier sämtliche Würfel. Aber ich gebe euch einen kleinen Tipp. Diese blaue Wand ist nicht umsonst blau. Wir können hier nämlich einfach Würfel rausnehmen. So viele, bis wir da durchpassen. So, wir können hier durchgehen. Similar problems can have entirely different solutions. Oder soll ich doch erst durch die Tür gehen? Ach, ich gehe doch erstmal durch die Tür. Hier ein. Da ein. Da, da, da. Nein, daneben. Und so, Tür auf. Können wir uns ja auch einen hinsetzen. Was steht hier? Understanding a problem requires filling in the pieces. Auf Deutsch gesagt, er hat erkannt, aha, die Katze hat den Fernseher kaputt gemacht. Weil er einen Ball in der Hand hält. Also auf Deutsch gesagt, er war der Übeltäter und das sollte man erkennen daran, dass er einen Ball in der Hand hält. Und dass die Katze ja nichts dafür... Ja, hier kommen wir aber leider nicht durch. Denn wir kriegen niemals genug Klötze weg, bevor die sich wieder aufbauen, um da durchzupassen. Schade, schade. Und hier verlieren wir wieder alle unsere Klötze. Und da hinten bräuchten wir ja ein paar mehr. Also können wir nur hier entlang gehen. So. Und um hier hochzukommen, machen wir es wie bei Minecraft. Wir machen lauter Klötze unter uns und können dann rauf. Okay. Hüpp. Ja. Das soll uns übrigens nur verdeutlichen, wenn wir an so eine Mauer stoßen und einmal springen, dann verschwindet das unter uns. Das wird später noch nützlich. So, hier haben wir wieder das Übliche. Falsche Taste. So, zack. 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 Old skills are useful, even after we have learned new ones. Genau, Radfahren ist nützlich, auch wenn wir schon Auto fahren können. Ah, wir sollen hier nach unten. So. Jetzt haben wir nämlich... Oh, nö, schade. Ich dachte schon, jetzt haben wir endlich genug Klötze, aber... Klötze, 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 Klötze. Überall Klötze. So, jetzt kommen wir hier auch durch, ohne Klötze zu verlieren. So, was ist das denn hier? If you aren't paying attention, you will miss everything around you. Ja, dem Typen fällt nicht auf, dass die Stadt da gleich kaputt geht, nur weil er auf sein Handy guckt.
Den Schmetterling sieht er auch nicht. So. Ja klar, weil hier oben ist ja was. Okay, der fährt also rauf, wenn wir hier hingehen. Das heißt, wir schieben den mal. So. Schieben, schieben, schieben. Setzen wir den Klotz dahin. Dann können wir hier raufgehen. Und wir können den Klotz entfernen. Zack. To get past a problem, you may just need to keep pushing through it. Also ich hätte hier springen sollen, dann wäre ich da oben auch raufgekommen. Aber wir können es hier einfach, einfach nochmal probieren. Okay. Waren wir hier nicht eben? Ups. Getting where we want may require jumping through some hoops. Yep. Okay. Ups. Also nochmal das Ganze hier. Da ist übrigens ein neues Schild erschienen. Throwing yourself into things can take you to new heights. Yep. Wir schieben mal eben kurz. Da oben kommen wir übrigens auch noch nicht rauf. So, den Würfel kurz mal hier hin. Wo muss ich da oben springen? In die Richtung muss ich springen. Der Pfeil zeigt es mir gerade an. Also, den hier mal kurz entfernen und hüpp, sopp. Geht doch. Können wir hier ja gleich mal aufmachen. Zack. So. Wenn wir den rausnehmen, dann geht die Tür zu. So. Und hier kriegen wir einen weiteren Würfel. Mit dem können wir lustige Sachen machen. Nämlich, um uns den zu holen, die Tür hier blockieren, den rausnehmen, den nehmen, den nehmen, den blockieren, den nehmen. So, hier einmal, hier einmal, hier oben, dann nehmen wir die wieder raus. So. Jetzt haben wir leider nur 3 Würfel. Wir bräuchten eigentlich 4. Das ist nicht so gut gelaufen. Ich hätte den Würfel vom Anfang noch mitnehmen sollen. If you're only focusing on right now, you won't have enough for later. Yep. Das ist irgendwie nicht so prickelnd. Eigentlich hätte ich hier 4 Würfel gebraucht und nicht 3. Also 1, 2, 3. Und der 4. fehlt. Ja, das ist nicht so gut gelaufen. Übrigens auch interessant, dass man hier sehen kann anhand dieser grauen Linie, wo ich das letzte Mal entlang gelaufen bin. Not enough pieces. Yep, taking baby steps, leap of faith. Hier ist übrigens auch ein Auge. Und das starren wir jetzt einfach mal an. Staring Contest. Na? Und die Wand verschwindet. Patience has its own rewards. Ja, ist das nicht hübsch? Ja, das Lustige ist jetzt, wir bauen uns hier so langsam mit diesen Klötzen in die richtige Richtung. Es dauert nicht mehr lang, dann habe ich das auch gelöst. Hoffe ich doch mal. So. Tja, jetzt bräuchte ich 2 Klötze. Das ist ja echt lustig. Und ich kriege hier aber wahrscheinlich auch nirgendwo einen zweiten Klotz her, oder? Nö. Na toll. Jetzt dachte ich, oh, jetzt kann ich hier... Aber nein. Hätte ich mir wohl irgendwie Klötze mitnehmen müssen, um hier weiterzukommen. Ach doch, ich bin ja auch doof. Hier, Tür blockieren. Klotz wegnehmen. Zack. So, zack, zack, zack. There's nothing wrong with taking shortcuts. Genau, es ist nichts verkehrt daran, Abkürzung zu nehmen. Jetzt sind wir nämlich bei der grünen Waffe. Tada!
Und die grüne Waffe hat eine neue Funktion. Wir können nämlich jetzt mit der rechten Taste... Ja, wenn ich es richtig gemacht hätte, könnten wir mit der rechten Taste die Klötze so der Reihe nach entfernen. Und dann können wir die Klötze, die wir der Reihe nach entfernt haben, hier wieder der Reihe nach einfügen. Aber ich war nicht klug genug, um die richtigen zu entfernen. Das heißt, ich habe nicht genügend Klötze. So, hier einmal auffüllen und hier einmal auffüllen und keine Klötze mehr. Some tasks require a lot of care and observation. Ja, jetzt dürfen wir nämlich nochmal anfangen.